Herzlich willkommen hier bei BusinessGadgets.net. Mein Name ist Tilman und heute möchte ich euch ein weiteres Produkt aus dem Hause Mi Audio vorstellen. Es handelt sich hierbei um die P1 High Fidelity In-Ear Headphones, Modellname Pinnacle. Hier sind sie einmal abgebildet. Das ist jetzt die oberste Stufe in der Mi Audio Produktreihe, die es zu erwerben gibt. Ich habe euch ja schon andere Kopfhörer näher vorgestellt. Hier sind ein paar technische Spezifikationen aufgeführt. Wir haben einen 10 mm Lautsprecher mit einer Impedanz von 50 Ohm bei 1 kHz. In der Verpackung sollte ein entsprechendes Audiokabel sein, sogar ein Headset-Kabel, damit man die Kopfhörer auch mit einem Smartphone bedienen kann. Dann haben wir eine Tragetasche drin, verschiedene Eartips, 3 Paar und Silikon-Eartips, 6 Paar, ein Clip fürs T-Shirt und einen entsprechenden Adapter, damit man das Ganze auch an einer Stereoanlage nutzen kann, sowie eine Gebrauchsanleitung. Ich mache jetzt einmal die Verpackung auf, dazu schiebe ich den Karton einmal aus der Umverpackung. Und dann klappen wir das Ganze einmal auf und schauen uns das Ganze näher an. Hier sind die zwei Kopfhörer. Wir haben hier die Transporttasche aus Leder, hochwertig verarbeitet. Dann gucken wir einmal in diesen Karton rein. Dazu muss ich hier einmal den Klebestreifen lösen. Hier sind, wie gesagt, die unterschiedlichen Größen, damit man das Ganze an seinen Gehörgang anpassen kann. Einmal hier aus Silikon und dann hier aus Schaumstoff, damit man das, damit das Ganze wirklich gut passt. Finde ich wirklich sehr gut, dass es hier so viel Auswahl gibt, damit man sich das Ganze individuell anpassen kann. Dann legen wir das einmal an die Seite. Dann sind in diesem Karton, wie der Aufdruck sicherlich schon verrät, die Kabel drin. Wir haben zwei Kabel. Einmal ein reines Kopfhörerkabel, welches hier so aufgewickelt ist, damit es sich auch nicht verknotet. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und dann haben wir hier ein entsprechendes Headset-Kabel. Ähnlich gefertigt wie das Audiokabel. Das ist, wie gesagt, zur Benutzung mit einem Smartphone. Und dann schauen wir uns noch einmal kurz den Kopfhörer selber an. Der wird hier, wie gesagt, in Einzelteilen geliefert, dass man sich das hier schön zusammensetzen kann. Je nachdem, welches Kabel ich benutzen möchte und welchen Aufsatz ich brauche. Ist wirklich auch sehr gut gefertigt, ist jetzt kein Plastikgehäuse, sondern Metall. Bin mal gespannt, wie die Kopfhörer klingen, aber dazu gibt es später ein Review. Ich möchte euch jetzt hier nur einmal kurz das Ganze vorstellen. Und dann gucken wir noch mal kurz hier unten rein. Da haben wir, wie gesagt, den Adapter, Klinkenstecker auf den großen für die Stereoanlage. Und dann haben wir hier die Gebrauchsanleitung, wie man das Ganze zusammensetzt. Wirklich näher beschrieben. Mir gefällt auch die Verpackung sehr gut. Hier hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie man das Produkt präsentieren möchte. Ich packe das Ganze hier einmal nebenbei zusammen. So, ja, das soll es an dieser Stelle mit dem Unboxing der P1 Pinnacle In-Ear Kopfhörer gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten Fragen unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video.